Liebe Schülerinnen und Schüler, wir senden euch einen herzlichen Gruß hier aus der Wolbecker Nikolauskirche in der Adventszeit. Wir können aus Gründen, die ihr alle kennt, leider nicht zu euch in die Schule kommen. Sonst hätten wir einen schönen Gottesdienst bei euch in der Schule oder mit euch in der Nikolauskirche gefeiert. Aber so kommen wir per Video zu euch. Wir, das bin ich, Pastor Plate von der Evangelischen Kirchengemeinde. Und Richard Schuschetta von der Katholischen Kirchengemeinde. Und wir stehen hier in der Nikolauskirche vor der Krippe. Da sind auch ganz viele versammelt. Die müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir haben im Moment genügend Abstand, sodass es auch gut geht. Aber wir wollen euch und uns alle schützen. Und deswegen ist es so, dass wir jetzt euch uns hier aus der Kirche zu euch melden. Und wir haben ein Licht an der Krippe stehen. Ein Licht, an dem wir andere Lichter entzünden wollen, als Zeichen dafür, dass es immer heller wird. So wie im Advent mit dem Adventkranz es immer heller wird, so wie Gott das Licht zu uns bringt durch das, was er an Liebe uns schenkt und was wir weiterschenken. Denn darum geht es in der Adventszeit, etwas innezuhalten und nachzuspüren, dass Gott zu uns kommt, dass er zu uns unterwegs ist, auf Wegen, die wir manchmal gar nicht so wahrnehmen oder erst im Nachhinein merken, ja, da war Gott, da ist er mir ganz nahe gekommen, da hat er mir geholfen, da habe ich etwas verstanden von ihm und von der Welt. In der Adventszeit innezuhalten und auf Gott zu horchen und auch ihn bitten, dass er manche Dinge ändern möge, darum geht es. Und das wollen wir heute mit euch und stellvertretend für euch auch hier in der Kirche tun. Deswegen bitten wir Gott und entzünden ein Licht für euch, die Schülerinnen und Schüler, dass ihr gestärkt werdet, dass er bei euch ist, dass ihr in diesem Advent und an Weihnachten glückliche und besinnliche Tage erlebt. Wir entzünden ein Licht für Sie, die Lehrerinnen und Lehrer, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule, dass auch Sie in dieser Zeit spüren und merken, dass Gott zu uns kommt. Und wir entzünden ein Licht für eure Familien, dass ihr mit frohem Herzen Weihnachten feiern könnt, auch wenn manches nicht möglich ist, dass trotzdem die Augen und die Herzen strahlen, so wie dieses Licht. Und wir bitten Gott für die Menschen, die jetzt seine Nähe ganz besonders brauchen, die krank sind, vielleicht sogar an Covid-19 erkrankt sind, dass sie spüren mögen, dass sie nicht allein sind, sondern dass Gott bei ihnen ist. Und ein Licht entzünden wir für alle Menschen, die sich große Sorgen machen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die Angst haben, verzweifelt sind oder ganz, ganz traurig, dass sie immer wieder Menschen begegnen, die bei ihnen sind, die ihnen helfen, die sie unterstützen und so erfahren, dass Gott niemanden alleine lässt. Und vielleicht habt ihr auch noch weitere Wünsche und weitere Gedanken. Und all das, was euch jetzt bewegt, was ihr euch ganz konkret für die Adventszeit wünscht, das legen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so sprechen wir euch in der Schule den Segen Gottes zu. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dazu segne uns alle der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gute Zeit und ein schönes Weihnachtsfest. Bis bald.